مالك ببراو سيت كاين كيتن زو فور دين كيل ماشي نو مالك شيخ الباني زاد صحيح داك دي سو انا مش عارف ما انا ميكي ماوس فون ديز لاند ات لايشت انا مكو لا شتت انس فون ديز لاند يا زاكي داس ام سلمى زي زاك وين رسول عليه الصلاه والسلام اوف بيت gelegen hat und es war warm er hat geschwitzt. Der ist aufgestanden, Umm Salama nimmt seinen Schweiß und tut das in so eine und die benutzen das als Mist und sagen, Wallahi, das riecht nach Rose. Das Hadith bei Muslim, der ist authentisch, das Buch wurde von Sheikh Albani überprüft. Das ist keine Harry Potter Geschichte. Warum glauben Sie immer Harry Potter? Hexe kommt, wow. Die glauben das alle. Die glauben das doch alle, weil die das bildlich machen und du machst das nicht bildlich. Wir machen das nicht bildlich. Bei uns immer Strenge. Lass doch die Strenge. Mach doch locker, mach ihn bildlich, mach ihn weiter bildlich. Das Resul alayhi salat wa salam wollte eine Schulter essen. Und diese Schulter sagt, in mir ist Gift, iss mich nicht, ja Resulullah. Iss mich nicht, in mir ist Gift, ja Resulullah, iss mich nicht. Resul geht, alayhi salatu wassalam, ein Stein sagt, Assalamu alaikum, ya Resulullah. Resul geht, alayhi salatu wassalam, in Medina kommt ein Muschrik, ein stinkender Muschrik, kommt zu Resul und sagt, wer bezeugt, dass du der Gesandte bist? Resul lächelt, lächelt und sagt, dieser Baum, dieser Muschrik guckt zu Baum und Resul, alayhi salatu wassalam, sagt, bezeugt es. Der Baum hebt seinen Ast hoch. Andere Äste gehen runter. Nur einer bleibt. Und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bruder, das sind keine Nakshibendi-Geschichten. Bei Allah, sie sind bei Sahih Muslim. Alles bezeugt in der Sache. Die Mimber weint. Die Mimber, Mimber, diese Kanzler, oder wie die sagen, Kanzler, komisch. Kanzler. Ja, Redekanzler. Bundeskanzler. Redekanzler. Sie redet. Sie redet. Erstmal zur Zeit am Anfang war ein Baumstamm, Palmenbaumstamm, Entschuldigung, Palmenbaumstamm. Danach kam die Offenbarung, dass es drei Treppen sein sollen. Resul gibt das zum Auftrag, Abu Bakr, dass er drei Treppen bauen soll. Sie bauen drei Treppen und dann sie entfernen diesen Baumstamm und Prophet geht auf in Alhamdulillah. Auf einmal hört er eine Stimme weinen. Alle Sahaba bezeugen das. Deswegen diese Überlieferung ist sehr stark, weil das ganze Mischchen überzeugt, wie jetzt etwas passiert und alle bezeugen das gerade. Ja, 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 wir haben das alle gehört. Dann ist diese Überlieferung sehr stark, als wenn ich sage, ich habe gesehen das und das, glaubt keiner. Aber diese Überlieferung ist sehr stark, weil das alle gerade bezeugen. Und so war das, dieser Baumstamm fängt an zu weinen. Und alle hören das. Und der Prophet, alayhi salatu wassalam, geht hin zu dem Baumstamm und sagt, bist du zufrieden, wenn du mit mir ins Paradies eingehst? Hörst du auf zu weinen? Der Baumstamm sagt, ich bin zufrieden. Warum? Weil die gesegneten Beine vom Propheten nicht mehr auf ihn stehen. Alles war gesegnet. Prophet macht Wudu. Die haben nichts gelassen, das runterfällt vom Wasser. Das Wasser war gesegnet. Dieser Mensch war gesegnet. Das ist Hadith Daif, aber die Rechtsgelehrten nehmen das. Über den Thron von Allah steht La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allah hat ihn geliebt. Allah hat ihn und liebt ihn so sehr. Und warum sollen wir diesen ihm nicht folgen? Du bist nicht von Ummet von Isa. Du bist auch nicht geboren in Ummet von Ibrahim oder von Ismail. Du bist in Ummah von Muhammad alayhi salatu wassalam geboren. Und Rasul sagt, wer meine Sunnah in der Zeit praktiziert, wenn die Sunnah bekämpft wird, ist es so, als ob der glühende Kohle in der Hand fällt. Und der glühende Kohle in der Hand festhält. Nimm glühende Kohle, nimm sie in die Hand und guck, wie viel du sie festhalten kannst. Verstanden? Glühende Kohle. Ja, du hältst nicht an der Sonne fest. Ja. So ist das, wenn man in der Zeit, in der wir heute leben. Welche Zeit? Haben wir gehört. Geschlechtsverkehr auf der Straße, anvertrautes Gut, kennt keiner. Führer der Menschen heute, große Wölfe und Tiger.
wenn man seinen Vater meidet, seinen Freund. Ahi, sein Vater, ja, Baba, ja, kein Bock so mäßig. Seine Mutter leider meidet, seine Frau kauft man Geschenke ohne Ende, man kauft Gold ohne Ende, aber seine Mutter ist man zu stolz, die Hand zu küssen. Das ist leider heute das, die Zeit, in der wir leben. Kann man um Musik und Alkohol und so verbreitet ohne Ende. Brauche ich gar nicht mehr, das ist darüber zu sagen. Und als Abschluss, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, frohe Botschaft an die Fremden. Frohe Botschaft an die Fremden. Welche Fremden? In der Zeit, wenn die Sunna fremd wird, in der Zeit, wenn die Sunna fremd wird, bekommen diejenigen, die die Sunna praktizieren, die Belohnung von 50 Shuhada. Aber von welchen 50 Shuhada? Von den Sahaba. Könnt ihr das vorstellen? Sonst wir haben keine Chance mit Sahaba. Wie kann ich mit Abu Bakr gleich sein? Oder du? Weil der Prophet alaihi salatu wassalam sagt, Abu Bakr, sein Iman ist größer als alles von der Umma. Wie können wir das schaffen? Aber wir wollen auch ins Paradies. Wir wollen auch mit Abu Bakr sitzen und dass er uns tapfere Geschichten erzählt, die er erlebt hat. Wir wollen auch mit Omar sitzen, dass er uns tapfere Geschichten erzählt, die er erlebt hat. Omar hat mit Löwen geringt. Mit Löwen hat er geringt, aus Spaß. Ja, aus Spaß, weil ihn langweilig war. Ist er Wüste gegangen, hat Löwen geguckt, hat gesagt, komm, gegen mich. Aus Spaß, vor den Islam. Vor den Islam. Vor den Islam. Ja. Wie können wir nicht diese Menschen, ich will sie auch sehen. Allah Jalla Jalalu ist gerecht. Und Allahs Gerechtigkeit ist, dass wenn du heute Sunna praktizierst, Allah gibt dir 50 Belohnung von den Märtyrern des Sahaba. Aber Sunna zu praktizieren, habe ich eben gesagt, ist nicht nur äußerlich, das wäre sehr schön, aber nein, ist es nicht, sondern Allah und ein Teil, wie die Rechtsgelehrten, das habe ich auch von Chef Yusuf Bacic gehört, wie der sagt, ein Teil von Akida, von dem Glauben, ist Akhlaq. Das ist ein Teil von Akida, ist der Akhlaq, dein Benehmen. Deswegen, das Benehmen ist das Schönste, was ein Muslim haben kann. Ich weiß, dass das Benehmen etwas ist, an dem wir alle zerrüttelt und schüttelt und und. Wie Imam Ahmed ibn Hanbal sagt, ich habe 20 Jahre Benehmen gelernt. Hadith ging ein paar Jahre, aber Benehmen 20 Jahre. Deswegen, Benehmen ist etwas sehr Gutes, was wir uns aneignen können und müssen und sollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch reichlich belohnen. Amen. Wann knallen die? Keiner hat euch schon. Möge, ja, die knallen jetzt Geld. Wallah, wenn die Zakat geben würden, wir würden Bosnien komplett in Gold einkleiden. Das Geld, was die gleich einknallen. Bosnien ist ein kleines Land. Aber heil, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle reichlich belohnen. Amen. Und euch schützen vor der Fitna der Dunya. Amen. Wie Isa alayhi salatu wassalam sagte als Schluss, die Dunya kam zum Isa alayhi salam in eine Form der Prostituierten. In eine Form der Prostituierten. Dann sagte Isa alayhi salam, wer bist du? Sie sagte, ich bin die Dunya. Ich bin das diesseitiges Leben. Ich bin die Dunya, an der die Menschen kleben. Isa alayhi salam sagt, wie viele Verehrer hattest du? Sie sagte, Milliarden, Millionen. Ich hatte viele Verehrer. Wem warst du treu? Sie sagt, gar keinen. Außer einen, wie der Sheikh sagte hier, der fügte das zu ihren Zuhälter, den Iblis. Weil er holt die Leute für sie, damit sie sie ausnutzt. Diese Verführung ist ernst. Der Gesandte sagt, alayhi salatu wassalam, bei Sahih Muslim. Und das ist ernste Sache. In dieser Dunya, ich habe keine Angst, dass ihr Lata und Uzza anbetet würdet. Also Steine und Gemälde und sowas. Aber ich habe Angst, dass ihr diese Welt zu euch nehmt und sie liebt und in euer Herz reint. Das habe ich Angst. Deswegen diese Dunya, sie kann fressen und vor allem sie macht Akhlaq kaputt. Sie macht Herz krank. Du fühlst nicht. Auf einmal siehst du nicht mehr. Du willst nur deinen Profit sehen.
und das, was du erzeugst, obwohl du vergessen hast, dass das Prophet Allah Jalla Jalalu gehört. Wir haben es vergessen, dass das Geld nicht dir gehört. Wir haben vergessen, dass das ganze Besitz, was wir haben, nicht uns gehört, sondern Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns schützen und beschützen. Und deswegen, ich muss euch noch eine Geschichte erzählen, das ist so schön. Vielleicht meine Geschwister, weil ich nutze diese Zeit, weil nicht möge Allah mich vor Ria, vor den Augen, die Narei schützen. Amen. Mach bitte Amen, sag Amen. Amen, Amen. Amen. Nicht so Amen. Amen. Mach Dua für mich. Sagt der Sheikh, das ist ein albanischer Sheikh. Der ist, mashallah, sehr gut. Er hat sehr viel bei Sheikh Albani gelernt. Und erzählt eine Geschichte, die in Kosovo passiert ist. Und er sagt, es gab einen, viele kennen diese Geschichte vielleicht von YouTube, weil ein Bruder hat das übersetzt. Es gab einen alten Mann, der hatte Söhne, gehabt, vier Söhne. Wenn ihr die kennt, gut als eine Erinnerung. Und wer sie nicht kennt, ist das, inshallah, eine kleine Ermahnung auch für mich. Und der Sheikh sagt, der Mann hatte vier Söhne und der war im Sterbebett, das heißt, er wird sterben. Und er hat einen Brief hinterlassen und hat gesagt zu seinen Söhnen, bitte den Brief nach meinem Tod öffnen. Bitte den Brief nach meinem Tod öffnen. Aber er hat gesagt, eine Bedingung habe ich. Eine Bedingung habe ich. Meine Bedingung ist, der Hodja, der Imam, muss mich in meinen Socken beerdigen. Mit meinen Socken beerdigen. Die Söhne haben Respekt vor dem Vater, wollen nicht mit ihm diskutieren. Vater ist halt Sterbebett. Und wieso den Mann jetzt noch mehr, wie nennt man das, durcheinander bringen? Also sie respektieren seine Entscheidung. Der Mann ist gestorben. Nach ein paar Tagen, also dann wurde Gusul soll gemacht werden, also ganz Körperwaschung. Der Hodja sagt, bitte die Socken ausziehen. Die Kinder sagen, bitte, das war eine große Bitte von unserem Vater, dass sie ihn mit Socken beerdigen. Der Hodja sagt, ich mach das nicht. Ich kann keine Körperwaschung machen mit Socken. Ausziehen. Dann kam ein kleiner Streit zwischen Hodja und den Söhnen. Und Hodja gewinnt, wie immer bei uns. Bei uns gewinnt man Hodjas. Aber das war auch richtig so. Das ist auch richtig so. Der Hodja zieht ihm die Socken aus und beerdigt den Papa, den Vater. Danach die Söhne kommen zusammen und öffnen den Brief. Der Vater hat gesagt nach seinem Tod. Und in dem Brief stand, ich wusste, dass der Hodja mich nicht mit den Socken begraben lassen wird. O ich Armer, o meine arme Seele, ich kehre zurück zu Allah Jalla Jalala. Nicht mal meine Socken darf ich mitnehmen. Nicht mal meine Socken darf ich mitnehmen. Und ich kehre zu Allah Jalla Jalalu ohne Salat, ohne Gebet, ohne Fasten, ohne Zikr. Ihr liest jetzt gerade diesen Brief und die sind schon da, die Engel, und sind mich gerade an der Frage. Allah will von einem nichts wissen, der zu hochmutig war, das etwas zu machen. Allah will nichts mehr wissen. Allah will von einem nichts mehr wissen, der keine Sajda gemacht hat, der kein Namaz hat, kein Gebet hat. Oh, ich arme Seele, hier sitzt jetzt und liest meinen Brief. Und die sind schon bei mir. Und befragen mich. Was soll ich antworten, sagt er. Und hat ein Fragezeichen gegeben. Was soll ich antworten? Kein Gebet, kein Fasten, keine Zakat. Mein Besitz geht an andere. Das war's mit meinem Besitz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Leuten machen, die ihre Gebete verrichten. Amen. Und die sich an der Religion festhalten. Jazakallah khair, subhanahu wa ta'ala. Ich glaube, jetzt ist Essen. Schade.